Ja, um das nächste Bild zu verstehen, lese ich einen Teil der mexikanischen Nationalhymne vor. Durch den Finger Gottes geschrieben und wagt es ein fremder Feind mit seinem Fuß seinen Boden zu entweihen, denke, geliebtes Vaterland, dass dein Boden zu entweihen, denke, geliebtes Vaterland, daran, dass der Himmel dir in jeden Sohn einen Soldaten gegeben hat. Ja, und jetzt erkläre ich das Bild. Bis gleich. Da es ja um Krieg und Frieden geht, habe ich und um Gottes Hand habe ich eben da ich ein Europa-Fan bin und es ja auch in Freude scheine Götterfunken heißt, alle Menschen werden Brüder, wo ein sanfter Flügel weilt und man ja auch Gott nicht darstellt, habe ich eben eine Wolke mit dem Flügel gemalt. Und da habe ich eben oben Paz, also das spanische Wort für Friede, nur Hambre geschrieben. Das war so. Ich habe mal 10 Tonnen Tiefkühl-Tortillas kostenlos weitergegeben. Und das war, da habe ich eben auch dieses Bild gemalt und da habe ich eben, da es ja um Lebensmittel geht, no hambre, also kein Hunger, hingeschrieben. Genau. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen.